So, hier oben soll das Ganze ja mal schön zugebaut werden. Damit können wir eigentlich auch schon anfangen, weil höher als hier kommen wir eh nicht. Das heißt, das ganze Feld hier kann erstmal mit Erde bedeckt werden wieder. Ja, Erde klatschen ist immer was Schönes. Hauen wir hier mal eine Fackel hin, hier und hier. Und dann können wir das ja auch direkt so richtig schön zuklatschen. Du kommst weg, weil da kommt Erde rein. Ups. So, dann bleibt hier halt eine kleine Lücke. Das ist mir jetzt auch egal. So ein bisschen Pfusch am Bau muss ja immer sein in Minecraft. Und dann so und so und so. Und so und so und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Erde ich dabei habe, deswegen mache ich das erstmal provisorisch. Okay, das war schon mit der Erde. So, wie spät ist es denn? Können wir schon schlafen? Ich hau mal den Erdclub von mir weg. Das sieht echt nicht aus. Kommt der hier in die Ecke, dann ist das schon mal etwas runder. So. Und dann versuchen wir es gleich nochmal, ob da was spawnt oder nicht. Ich gucke mal, ob ich schlafen gehen kann mittlerweile. Jawohl, ja. Ich wollte schon wieder zu früh laufen. Ja, ich mache gleich nochmal kurz die kleine Runde. Aber jetzt gucke ich noch einmal unten, ob jetzt schon was drin ist vielleicht. Ich weiß, ich bin viel zu ungeduldig. So, ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Ich mache auch zum Test jetzt einfach mal. Aber ich habe keine Erde mehr dabei. Ich klaue mir mal hier kurz zwei Erde. So. Und ich mache das mal mit Erde zu. Einfach mal zum Test. Oh, hier schon mal ein Cobblestone rein. Da vorne ist mir gerade egal. So, dann gucken wir uns hier nochmal die Welt an. Also wir haben jetzt schön ein paar Schäfchen. Wir haben einiges an Kühen. Da kriegen wir einiges an Futter raus. Hallo, ihr Kühe. Oh, der Sand ist aber hell. Oh, meine Augen. Ja, und unser schöner Strand. So sieht das Ganze von weiter weg aus. Ach, ich finde das jetzt richtig schön hier, unsere Starterumgebung. Ich hoffe, das funktioniert mit der, kleinen, mit dem kleinen Häcksler. Hätte gerne gehäckselte Monster zum Frühstück. Ja. Aber ja, vielleicht sollten wir hier wirklich jetzt dann demnächst nochmal eine Höhlentour starten. Aber ich möchte gerne auch wieder oberirdisch bauen. Ich glaube, wir gehen zurück als nächstes zu unserem ich sag mal, zu unserem Anwesen da hinten, um da nochmal etwas weiterzumachen. Und dann schauen wir mal, wie das endet. Aber eigentlich hatten wir doch hier auch extrem viel schon ausgeleuchtet. Also das gerade hier war doch unsere Höhle, wo wir schon ordentlich zugange waren. Ich gucke jetzt hier nochmal, aber eigentlich war doch hier, ups, müsste dann ja in die Richtung sein. Das heißt, wenn ich hier runtergehe und hier runtergehe und hier runtergehe, gerade so in die Richtung hier, müssen wir schauen, dass wir möglichst viel ausleuchten. Aber gerade hier in die Richtung, hier waren wir schon zugange. Hier oben rum waren wir schon zugange. Ach, das sollte doch eigentlich reichen. Ich verstehe es nicht. Mann, Mann, Mann. Aber gut, also vielleicht demnächst geht es dann weiter mit einer Höhlentour in der nächsten Aufnahmesession. Oder eben, wie ich gerade sagte, wahrscheinlich ja noch, dass wir uns an unserem Anwesen ein bisschen weiterarbeiten, wobei wir auch wieder ein bisschen Holz brauchen. Also, viel, viel zu tun, viele, viele Rohstoffe fehlen uns. Müssen wir mal schauen, was wir dann am Ende draus machen. Aber ich höre hier auch nichts. Also irgendwie will das noch nicht so ganz mit unserem Häcksler. Vielleicht brauchen wir doch mehr Spawning Grounds, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal direkt unten gucken. So, das waren jetzt irgendwie 2-3 Minuten, aber hier hat sich auch noch nichts getan. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass hier schon großartig was gespawnt ist. Nee, so überhaupt nicht. Ich mach mal ganz kurz einmal peaceful. Und dann machen wir nochmal hart. Und dann gucken wir nochmal, ob da jetzt was spawnt. Jetzt sollten ja eigentlich alle Monster wieder neu spawnen.
Das heißt, auch die Monstren hier unten drin sollten jetzt eigentlich eine gute Chance haben zu spawnen. Ah Mann, ey. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann das wäre jetzt aber natürlich wirklich... Ach. Das kriege ich da. Mann. Das geht doch nicht. So, ich renne jetzt einfach mal hier rum, um so ein bisschen das zu versuchen zu triggern, dass die spawnen, wenn sie spawnen wollen. Und dann schauen wir einfach mal, ob das was wird oder nicht. Nochmal ganz kurz. Aber ich höre auch nur Wasser. Klick, klick. Na, das wäre zu schön. Ja, ein funktionierender Häcksler wäre schön. Wir haben einen nicht funktionierenden Häcksler, so wie es aussieht. Es ist alles abgedunkelt. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktionieren will. Also, das kann es doch keinem erzählen, dass hier nichts spawnt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Mann. Also irgendwie will das nicht so ganz. Eine Deckenhöhe von 3, wir haben alles, wie es sein sollte. Also, keine Ahnung, wo das Problem liegt. So, die Charcoal packe ich hier mal mit rein. Den Stick lasse ich hier nochmal drin. 34 Holz. Das passt ganz gut. Die Seeds können nochmal weg. So, ich mache schon mal ein paar Vorbereitungen, dass wir auch theoretisch auf eine Höhlentour gehen könnten. So. Und so. Ach, da sind nochmal 10 Sticks. Das passt auch ganz gut so. Dann den Spruce Log mache ich nochmal zu dem Ganzen. Haben wir hier noch Erde? Natürlich nicht. 38 Iron, das ist schon mal gut. Daraus bastel ich direkt mal 2 Eisenspitzhacken. Eine und 2. Dann sind wir damit auch schon mal gut ausgestattet. Dann brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone. Ich weiß gar nicht, kann man aus Diorit kann man keine Spitzhacke machen, oder? Nee, das geht natürlich nicht. Hier ist nichts. Ist hier noch was an? Auch nicht. Ich werde verrückt. Mehr Eisen brauchen wir gerade nicht. Das heißt, die 32 lasse ich mal hier. 7 Stickies sind okay. 28 Kohle ist auch erstmal okay. Dann gucke ich nochmal hinten, ob da noch was ist. Mann, das ist jetzt echt schon ziemlich nervig. So, kein Kobbel, ein bisschen Erde. Ah gut, Erde nehme ich schon mal einen Stack mit. Oder die 43 hier zumindest, das passt ganz gut. Kobbel bräuchten wir noch, wir haben keinen Kobbel mehr. Ich höre was. Ich höre was. Na komm. Wir haben was. Oh mein Gott. Juhu. Ich freue mich. Und ein Skeleton. Hallo, kleines Skeleton. Mann. Und ich dachte, ich habe schon die Hoffnung aufgegeben. Guckt euch das an. Das gibt ja nicht. Das Einzige, was ich noch nicht gehört habe jetzt, oder was noch nicht hier ist, was ich von dachte gehört zu haben, wäre eine Spinne. Aber immerhin, der Häcksler funktioniert. Da bin ich schon mal beruhigt. Schauen wir mal hier rein. Jetzt ist hier gerade aber auch kein Viech mehr zu sehen, ne? Und ich habe die Erde nicht mehr, aber ist egal. Ich lasse den jetzt hier erstmal zu. Wir können uns ganz gut fertig machen. Was ich aber noch kurz tue, ist ein ganz paar Steinchen zusammensammeln. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, oder gerade eben erst gesagt, wir gehen erstmal zurück zum Haus und machen da weiter. Aber dafür müssen wir schon wieder Holz holen und ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich muss mal gucken, das überlege ich mir auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahmesession, wie es dann weitergeht. Tut mir leid, dass das mit dem Häcksler jetzt doch etwas länger gedauert hat als gedacht, aber wir haben ihn fertig. Er ist wunderschön, also
Wunderschön, er funktioniert, aber gut. So ist das jetzt. 12 mal Kobbel, 42 Erde, das ist okay, das passt alles. Theory kommt weg, das Monsterzeug kommt weg. Ach, wisst ihr was, ich lasse das hier erstmal drin. Pfeile haben wir jetzt eh noch nicht und die 6 Theory, die bringe ich nochmal zum Haus. Vielleicht müssen wir auch im Haus sein, damit die Monster spawnen. Auch eine Möglichkeit. Weil so passiert ja hier wirklich nichts. Ich gehe hier nochmal kurz rein. Ich traue mich hier mal rein. Ihr seht, hier ist so nichts gespawnt. Ne. Okay. Achso, stimmt. Hier müsste jetzt ja noch, das mache ich schon mal, Kobbel rein. Den Diorit bringe ich weg. So. Doch erfolgreicher, als ich zunächst dachte. Diese ganze Folge. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze jetzt zusammenschneiden werde. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen ich draus mache. Ich gehe mal davon aus, dass die Folgen bei 10 Minuten bleiben. Vielleicht werden es auch etwas längere Folgen mal zwischendurch hier und da. Ich werde mal schauen. Ne, Herbert? Ja. Eigentlich dachte ich mir doch. So, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Schreibt Anmerkungen gerne wieder in die Kommentare. Ich freue mich über alles, was ihr da so reinschreibt. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wiederhole mich da gerne. Ich freue mich über jeden, der sich das Ganze hier doch anschaut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer diese Folge rauskommen mag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.